Dies ist die Geschichte des ultimativen Traums. Ein Menschheitstraum. Ein Traum vom Ausbrechen aus den Grenzen des eigenen Planeten. Ein Traum von Freiheit im eigenen Universum. Ein Traum vom Erreichen der Sterne. Die erste Grenze war die Schwerkraft. Ihr erstes Ziel war der Mond. Schon bald durchbrachen mächtige Raketen diese Grenze. Doch es dauerte nicht lange und sie standen der nächsten Grenze gegenüber. Der Lichtgeschwindigkeit. Es wurde viele Jahre geforscht, bis das Genie der Menschheit das Sprungtor erfand. Diese Erfindung erlaubte den Raumschiffen, viele Millionen Lichtjahre in einem Satz zurückzulegen. Die Menschheit konnte nun mit der Erforschung neuer Systeme und Galaxien beginnen. Die Kolonisation neuer Planeten war nicht einfach. Abweichende Lebensbedingungen, ungastliche Landschaften und der Transport der Materialien machte den Bau der Kolonien sehr teuer und schwierig. Wieder einmal lieferten Forscher und Erfinder die Antwort. Ein mächtiger Roboter wurde entwickelt, der Planeten terraformen und Kolonien bauen konnte. So wie die Terraformer ihre Arbeit beendet hatten, waren die Kolonien bereit, Menschen aufzunehmen und vielen Siedlern ein neues Leben unter den Sternen zu ermöglichen. Im Verlauf der Jahre breitete sich die Menschheit auf viele verschiedene Sternensysteme aus. Gleichzeitig jedoch entwickelten die Terraformer eine eigene Intelligenz. Sie begannen zu denken. Im Geheimen planten sie einen Aufstand gegen ihre Schöpfer. Mit einem Überraschungsangriff verwickelten sie die Menschen in den tödlichsten und zerstörerischsten Krieg aller Zeiten. Die weit verstreuten Kolonien der Menschen waren darauf nicht vorbereitet und viele wurden bei den ersten Angriffen vernichtet. Die Terraformer brauchten nicht lange, bis sie den letzten Schlag gegen die Menschen planten. Den Angriff auf die Erde selbst. Nur eine kleine Gruppe mutiger Piloten rettete die Erde vor der Zerstörung, indem sie die übermächtige Flotte der Terraformer in ein verstecktes Sprungtor lockte. Beide Flotten verschwanden für immer und das Sprungtor wurde vernichtet. Die Menschheit brauchte über 500 Jahre, um sich von diesem Krieg zu erholen. 500 Jahre, in denen die Menschen wieder an ihren Heimatplaneten gebunden waren. Doch der Traum lebte weiter. 10 Generationen von Wissenschaftlern arbeiteten hart, um die Sterne wiederzugewinnen. Und schließlich bauten sie einen neuen Raumschifftypen. Dieses Schiff, besser bekannt als das experimentelle Shuttle, ist das erste Schiff, das große interstellare Distanzen zurücklegen kann, ohne ein Sprungtor zu benutzen. Der Prototyp ist nun bereit zum Testflug. Ja, Leute, und da sind wir jetzt. Herzlich willkommen zum Let's Play von X-Beyond the Frontier. Das ist eine Spielreihe, wer sie nicht kennt, der hat wirklich was verpasst. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich werde die komplette Reihe, also die X-Reihe, bis zu X-Albion Prelude durchzocken. Und da man eine Reihe damit anfängt, dass man am Anfang beginnt, wollen wir jetzt das Spiel starten. Ich habe das Spiel jahrelang nicht mehr gespielt, weil ich immer die Nachfolger gespielt habe. Und freue mich schon wieder drauf, das Spiel auch mal zum einen zu Let's Playen und zum anderen auch mal wieder die Story von Anfang an mitzuhaben. Weil es doch sehr, sehr interessant ist.
Auch wenn natürlich, muss ich zugeben, die Grafik ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Denn es geht ja um die Atmosphäre. Mission Control an X-Prototyp. Alle Systeme grün. Wir sind bereit für den Start in T-20 Sekunden. Alle Stationen auf Standby. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Zündung. Startsequenz abgeschlossen. Bericht. So, und das ist unser Schiff. Der... Alle Prototyp. Systeme grün. Kommunikation. Wir sind online, laut und deutlich. Ach, medizinische Station. Alle Lebenszeichen stabil. Bestätigt. Alle Stationen auf Standby für Testprozeduren. Okay. X-Pilot, wir beginnen mit den Standardprozeduren von Anfang an. Wir beginnen mit dem Beschleunigungs- und Bremstest, um die Triebwerkskapazität einschätzen zu können. Beschleunigen. Starten Sie die Beschleunigungsphase, indem Sie die Beschleunigungstaste drücken. Mhm. Oder die Schubkontrolle an Ihrem Controller benutzen. Betätigen Sie keine anderen Kontrollen als die für die Beschleunigung. Um den Test abschließen zu können, müssen Sie auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. Fertig? Countdown für Beschleunigungstest. 3, 2, 1, beschleunigen. Gute Arbeit, Pilot. Danke. Wir haben die Werte und können jetzt zum nächsten Schritt kommen. Beginnen Sie das Bremsmanöver, indem Sie die Bremstaste drücken. Oder die Schubkontrolle an Ihrem Controller benutzen. Countdown für Bremsmanöver. 3, 2, 1, bremsen. Hui. Gut gemacht. Danke. Phase 1 der Testprozeduren ist damit abgeschlossen. Wo sind die Schiffe? Im nächsten Test geht es um grundlegende Manövrierfähigkeiten und Navigation. Alter. Das Schiff wurde so entworfen, dass der Pilot sich schnell mit der Steuerung vertraut machen kann und ein direktes physikalisches Feedback der Kontrollen bekommt. Dieses Schiff ist mit einer Drei-Achsen-Steuerung ausgerüstet. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, das Schiff nach oben und unten sowie seitwärts zu lenken und es im oder gegen den Uhrzeigersinn rotieren zu lassen. Die gesamten Kontrollen können natürlich auch mit dem Joystick bedient werden, falls ein geeignetes Gerät angeschlossen ist. Mhm. Üben Sie ein wenig mit den Kontrollen nach eigenem Ermessen, während wir unsere Überwachungsgeräte auf den Test vorbereiten. Ja, Strudel. Ja. Wir werden mit dem eigentlichen Manövriertest so. In 60 Sekunden beginnen. Hier spricht der diensthabende technische Offizier. Wurde der Sekundärkreislauf geprüft? Ja, Sir. Alle Werte befinden sich im Nominalbereich. In Ordnung. Und wie sieht es mit den Kernspulen aus? Einen Moment. Alles klar, Sir. Sehr gut. Wie weit sind Sie mit dem Systemcheck des Computers, Leutnant Mogenlund? Er ist zu 70% abgeschlossen, Sir. Die neue Software scheint endlich stabil zu laufen. Will ich auch hoffen. Bei den hohen Entwicklungskosten? Sir, wir haben hier ein kleines Problem mit den Nano-Kühlaggregaten. Aber das können wir von hier aus beheben. Wir arbeiten dran. In Ordnung. Okay, Kühlaggregate laufen wieder stabil. Gut zu hören. Wie sieht es mit den lebenserhaltenden Systemen aus? Alles im grünen Bereich, Sir. Auch hier, alles in Ordnung. Durchlaufen Checks. System 1? Okay. System 2? Okay. System 3? Okay. Alle Systeme einwandfrei, Sir. Starten jetzt einen letzten Lauf der Simulation. System aktiviert. Simulation erfolgreich abgeschlossen, Sir. Es sollte zu keinen Komplikationen kommen. Es ist soweit, Pilot. Wir fahren mit den Tests fort. Ich hoffe, Sie hatten genug Zeit, um sich mit den Kontrollen vertraut zu machen. Der Manövriertest beginnt bei den Koordinaten 10345. Die Position ist auf Ihrem Radar mit einem roten Punkt markiert. Mhm. An den Linien, die von dem Punkt ausgehen, können Sie ablesen, ob sich die Position über oder unter Ihnen befindet. Begeben Sie sich bitte zum Testgebiet, damit wir mit dem Testlauf beginnen können. Hier ist Mission Control. Bringen Sie Ihr Schiff zum vollständigen Stillstand und richten Sie es auf die erste Anordnung der Kessler-Ringe aus. Pilot, stopp! Ach du Schande. Warten Sie auf mein Zeichen. An alle Stationen, oh. Bericht. Alle Biowerte immer noch normal, Sir. Wir glauben, dass die Solarwinde die Interferenzen verursachen. Alle Systeme grün. Alle Kommunikationssysteme funktionsbereit, Sir. Sir, wir haben leichte Turbulenzen im Steuerbordantrieb entdeckt. Nichts Ernstes. In Ordnung. Alle Stationen auf Standby für den Kesslerlauf. Pilot, in diesem Test müssen Sie nacheinander die Kessler-Ringe durchfliegen. Es ist wichtig, dass Sie in der Mitte der Ringe bleiben, da wir bei einer Kollision mit einem der Ringe von vorne anfangen müssen. Sollten Sie Schwierigkeiten mit der Steuerung des Schiffes haben, verringern Sie einfach die Geschwindigkeit.
damit Ihnen mehr Zeit bleibt, um auf die Richtungsänderungen zu reagieren. Also ich steig jetzt... Pilot, ruhig mit den jungen Pferden. Ja, wir führen passiert. Hier die Standardprozeduren durch. Auf mein Zeichen. Alle Stationen? Achtung, der Countdown für den Kesslerlauf beginnt. 5, 4, 3, 2, 1, Start. So, also ich steuere jetzt mit der Tastatur, nur weil mit der Maus, das ist mir zu... Wisst ihr, damals war man ja noch nicht so weit mit der Steuerung. Und deshalb machen wir das jetzt mal so. So, komm, du Gas. Er ist neuzeitig. Nicht so viel Gas. So, hier lang. So. Ja, und das ist jetzt hier so der Anfang von X-Beyond the Frontier. Es wird spannend. Das wird man jetzt hier sehen. So viel kann ich euch schon versprechen. Allerdings muss man halt immer wieder dieses Tutorial über sich ergehen lassen. Wir könnten es, glaube ich, auch abbrechen, aber wir wollen ja hier beim Let's Play alles mitnehmen, was nicht nur nagelfest ist. Gut, das klang jetzt ein bisschen falsch. Was soll's. So. So. Dann jetzt hier nur noch. Wir können uns dabei auch ein bisschen drehen, dass wir nur noch Kurven fliegen müssen. Warte mal, nicht so nah an den Rand. Und dass wir nochmal von vorne beginnen müssen. So, und dann jetzt hier. Ist ja nicht ohne Außenansicht. Keine Ahnung. Und dann sind wir ja gleich durch hier, ne? Ah, ne, doch nicht. Ach, Mensch. Ich hasse ja sowas, wa? Das ist für mich immer ein bisschen... Ich bremse mal lieber ein bisschen. Obwohl, hier kann man ja glatt durchheizen. Guck mal. Und das wäre es jetzt, den letzten Ring anfahren. So. Also in den späteren hat man dann noch so einen automatischen Flugmodus, also einen Autopiloten. Im Prinzip, ich drehe mich mal hier in den Ding rein. So. Gute Arbeit, Pilot. Danke. Das war ein erfolgreicher Lauf. Lassen Sie uns nun zum dritten Teil unserer Testreihe kommen. Alter, wo sind unser denn dritter Test beschäftigt sich mit der Funktionalität des HUD. Der X-Prototyp ist mit einem effizienten Zielerfassungssystem ausgestattet, das mit dem Bordcomputer verknüpft ist. Sie können Objekte im Raum anvisieren, indem Sie Ihr Schiff so manövrieren, dass das gewünschte Objekt in der Nähe des Zielkreuzes direkt vor Ihnen erscheint. Drücken Sie dann den Knopf für die Zielansprache, um allgemeine Informationen über Ihr Ziel zu erhalten. Um weitere Informationen über Ihr Ziel zu erhalten, drücken Sie den Informationsknopf. Der Onboard-Computer wird Ihnen daraufhin alle relevanten Daten aus den internen Speicherschaltkreisen anzeigen. Wir haben einige ferngesteuerte Drohnen in Ihrer näheren Umgebung platziert. Manövrieren Sie Ihr Raumschiff dorthin und visieren Sie eine Drohne nach der anderen an. Sie können Ihr Ziel auf das nächste Objekt Ihrer Sicht umschalten, indem Sie den Knopf Ziel wechseln drücken. Nachdem Sie eine Drohne erfasst haben, drücken Sie den Informationsknopf. Der Test wird fortgesetzt, sobald Sie alle Drohnen erfasst und untersucht haben. Gut gemacht, Pilot. Im nächsten Schritt wird die vom Schiff ferngesteuerte Kamera gestartet. Lokalisieren und erfassen Sie ein Objekt. Drücken Sie dann den Knopf Kamera starten, um die Kamera zum anvisierten Ziel zu schicken. Das Bild wird direkt auf Ihre Netzhaut projiziert. Sie werden daher nicht mehr das Cockpit und die normale Umgebung sehen können. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kamera benutzen, da Ihr Schiff unter Umständen mit Objekten zusammenstoßen könnte, während Sie sich die Kamerabilder ansehen. Sie können die Kamera um das Zielobjekt im oder gegen den Uhrzeigersinn rotieren lassen, indem Sie die Knöpfe Kamera links bzw. rechts rotieren drücken. Sie können auch an das Zielobjekt heran- oder wegzoomen. Drücken Sie dazu die Knöpfe Kamera Zoom in bzw. out. Während Ihre Kamera unterwegs ist, können Sie die Kamera mit dem Knopf Ziel wechseln auf das nächste Objekt aufschalten. Sie können die Kameraübertragung unterbrechen, indem Sie den Knopf Cockpit an sich drücken. Damit wird auch ein Rückruf an die Kamera gesendet. An alle Stationen, Bericht. Die Bio-Displays zeigen normale Werte, Sir. Alle Kommunikationsgeräte okay, Sir. Wir haben immer noch einige ungewöhnliche Werte vom Steuerbordtriebwerk. Wir überprüfen im Augenblick die Software.
Aber ich sehe momentan keinen Grund, warum wir die Testprozeduren abbrechen sollten, Sir. Ja, sehr gut. Berichte aufgezeichnet. Alle Stationen weitermachen. Kommen wir nun zum vierten Testpilot, dem Test der Waffensysteme des Schiffs. Der X-Prototyp ist mit der energiereichsten Laserkanone, die je entwickelt wurde, und mit zwei Raketen für Nullschwerkraft ausgerüstet. Oh. Hauptsächlich wurden diese Waffen entwickelt, um Raummüll und kleinere Asteroiden zu zerstören. Um die Laser abzufeuern, drücken Sie den Feuerknopf auf Ihrer Kontrolleinheit. Um Raketen abzuschießen, drücken Sie den Knopf Raketen starten auf Ihren Kontrollen. Probieren Sie ruhig auch diese Kontrollen aus, da Sie noch keine Raketen an Bord haben. Der erste Schritt im Waffentest besteht darin, ein Objekt zu lokalisieren und zu erfassen. Wir haben in der näheren Umgebung einige ferngesteuerte Drohnen platziert. Sie müssen sie finden, erfassen und anschließend mit Ihrem Laser zerstören. Okay. Erfassen. Ach du Scheiße. Guter Schuss, Pilot. Danke. Einige Drohnen verstreuen kleine Frachtcontainer, wenn sie zerstört werden. Sie können diese Container erfassen, um Informationen über den Inhalt zu erlangen. Und sie aufnehmen, indem sie die Frachtluke öffnen, sobald sie sich sehr nah bei den Containern befinden. Denken Sie daran, die Frachtluke wieder zu schließen, wenn Sie nichts aufgenommen haben, da sonst Ihre Schilde weiterhin deaktiviert bleiben. Der X-Prototyp ist in dieser Hinsicht sehr verwundbar. Sie öffnen und schließen die Frachtluke, indem Sie den Knopf Luke bedienen drücken. Wenn der Inhalt eines Containers speziell für den Prototypen entworfen wurde, wird er sofort angebracht. Wenn nicht, wird er im Frachtraum gelagert. Sie können auch Fracht durch die Frachtluke nach draußen befördern. Bewegen Sie die Frachtmarkierung mit dem Knopf Fracht wechseln und drücken Sie dann Luke bedienen, um die markierte Fracht abzuwerfen. Glückwunsch! Sie haben gerade einige Raketen für Ihr Schiff aufgesammelt. Hm? Sie werden nun automatisch eingebaut und stehen Ihnen dann zur Verfügung. Um die Raketen zu benutzen, müssen Sie zuerst ein Ziel erfasst haben. Sobald dies geschehen ist, starten Sie die Rakete, indem Sie auf den Knopf Rakete starten drücken. Die Rakete wird nun selbststeuernd auf das Ziel zufliegen. Sollte der Rakete jedoch der Treibstoff ausgehen, bevor sie das Ziel erreicht, zerstört sie sich selbst. Wir werden nun einige Drohnen starten, die nur von Raketen zerstört werden können. Sie müssen sie alle zerstören, um diesen Teil der Testläufe zu beenden. Okay, solange die nicht zurückschießen, ist mir jetzt eigentlich alles egal. Luke offen. Schiele sind unten. Ja, ich weiß. Schilde, Schilde. Frachtraum enthält nun Baluga-Rakete. Nee, warte mal. Da ist noch eine Frachtkiste da oben. Geleert. Hier. Turbo aktiviert. Dam. Warnung. Frachtluke offen. Frachtraum enthält nun Baluga-Rakete. Mhm. Frachtraum geleert. So, bremsen. Ja. Ich möchte nicht im Explosionsradius sein. Na, wo ist es denn? Da ist es. Hier, T. Ja. Drohne erfasst. Oi. Mal ein bisschen näher dran. So. Guck mal. Hier ist ein Frachtcontainer. Wo ist denn der? Kommandoschiff erfasst. Das fragt man den nach. Nehmen alles mit. Ich kann es ja noch verwenden. Alpha, Warnung. Frachtluke offen. Schilde sind unten. Frachtraum Hey, Sie haben gerade einen neuen Typ Raketen aufgenommen. Auch diese Raketen werden gleich eingebaut. Mit dem Knopf Rakete wechseln können Sie zwischen den verschiedenen Raketen umschalten. Der aktive Raketentyp wird auf Ihrem rechten Cockpit-Monitor angezeigt. Okay. Drohne erfasst. Alpha 1 Rakete bereit. Ist sie stärker? Mal gucken, ob die jetzt einen größeren Bums macht. Weil Bums ja hier bei dem Spiel noch ein bisschen. Gut gemacht, Pilot. Waffensysteme scheinen optimal zu arbeiten. Ja. Nun folgt der letzte Test. Das ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Der Sprung. Alle Stationen, Status bitte. Wir messen einen etwas erhöhten Puls. Ja. Ich denke, das ist die Aufregung. Alle Biowerte im grünen Bereich. Alle Signale laut und deutlich, Sir. Nicht außer den üblichen statischen Geräuschen. Kommunikation funktionsbereit.
Wir debuggen immer noch die Analyse-Software des Antriebs, Sir. Das sind einige Anzeigen, die so nicht stimmen können. Es muss ein kleiner Fehler in der Software sein. Einen Moment. Mein Team erzählt mir gerade, dass sie ein minimales Problem im Datenauswertungskern gefunden haben. Die Schwierigkeiten sollten jetzt beseitigt sein. Wir initiieren eine Triebwerkssimulation. Wir erwarten Status Grün in T60 Sekunden. Sehr gut, Pilot. Ich nehme an, Sie wissen es bereits, aber die Vorschriften zwingen mich dazu, es Ihnen nochmal zu erzählen. Dirks Prototyp ist mit einem speziellen Gerät für einen Raumsprung ausgestattet. Die Technologie stammt von den alten Sprungtoren, die unsere Vorfahren vor Hunderten von Jahren gebaut haben. Dieses Gerät ermöglicht es dem Schiff, in Sekundenbruchteilen von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Wenn sich dieser Test als erfolgreich erweist, werden sich der Menschheit vollkommen neue Wege eröffnen. Wir haben den Onboard-Computer mit den für den Sprung nötigen Daten gefüttert. Wir müssen sichergehen, dass alles hundertprozentig koordiniert ist. Folgen Sie also meinen Kommandos Wort für Wort. Verstanden? Systemoffizier, wie sieht es mit den Antriebsanomalien aus? Wir haben die Simulation gerade abgeschlossen. Die Ergebnisse zeigen, dass alles wieder normal ist, Sir. Es war nur eine kleine Fehlkalkulation, die den Effekt der Sonnenwinde nicht berücksichtigte. Systeme sind nun vollkommen funktionstüchtig. Es sei denn, Sie sind der Meinung, wir sollten alles noch einmal überprüfen. Klingt sehr beruhigend. Es steht zu viel auf dem Spiel. Wir können es uns nicht leisten, den Test weiter zu verzögern. Alle Systeme auf Standby. Ich möchte alle 5 Sekunden einen Situationsbericht von den Stationen Bio, Kommunikation und System in dieser Reihenfolge. Starten Sie den Countdown auf mein Kommando. Pilot, Sie haben den Befehl, den Sprung zu initiieren, wenn der Countdown 0 erreicht. Wir werden die gesamte Prozedur überwachen und den Countdown sofort abbrechen, falls irgendein Problem auftritt. Sobald der Sprung initiiert wird, braucht das Gerät 10 Sekunden, um den nötigen Energielevel aufzubauen. Sie werden sich dann augenblicklich am Zielpunkt bei den Koordinaten 2, 6, 3, 8, 4 wiederfinden. Bereit? Alle Stationen auf Standby. Sprungsequenz starten in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Starten. Experimenteller Antrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Adrenalinspiegel steigt. 1,5 über normal. Puls beschleunigt sich. EEG stabil. EKG normal. Statik nimmt zu. Wir verlieren das Signal. Magnetische Interferenzen. Versuchen zu kompensieren. Kein Erfolg. Triebwerke sehen gut aus. Computer sehen gut aus. Oh mein Gott. Da ist es wieder. Sehen Sie es? Dort. Das sieht nicht gut aus. Können wir das Problem beheben? Das was? Mission Control. Hier Systemkontrolle. Sprungprozedur abbrechen. Wiederhole. Sprung abbrechen. Kann mich jemand hören? Abbrechen! Abbrechen! Alarm. Störung im Schiffssystem. Systemchef initiiert. Stille. Fehlfunktion. Laser zerstört. Schiffsrumpf kritisch. Konventioneller Antrieb intakt. Waffensysteme nicht funktionsfähig. Ja. Das war ja mein Test. Super. Tag schön. Ich bin der Schulle. Und du? Wir werden begrüßt. Audiokanal enthält unbekannte Sprache. Wir haben ein Kommunikationsproblem. Bitte wiederholen. Universeller Übersetzungscomputer lernt. Kommunikation immer noch gestört. Bitte wiederholen. Ich denke, wir haben nun Sprachkompatibilität erreicht. Ich bin der Kapitän des Raumschiffes Phoenix, der Raumflotte des Teladi-Unternehmens. Wir haben einige Fragen an Sie. Wir können weder Ihren Schiffstyp noch Ihre Spezies bestimmen. Identifizieren Sie sich. Wer sind Sie? Wir stellen hier die Fragen. Wer sind Sie? Testpilot der Erdflotte Rangnummer 501X. Ihr Identifikationscode sagt uns nichts. Erklären Sie bitte, wer Sie sind. Wer sind Sie? Was passiert hier? Versuchen Sie nicht, Ihre Position zu verändern. Wir scannen Ihr Schiff. Wir wurden gescannt von Teladi Phoenix. Der Kapitän des Raumschiffs Phoenix, Teladi-Unternehmen, spricht. Warum haben Sie nicht erzählt, dass Sie argonischer Herkunft sind? Wir dachten schon, Sie arbeiten vielleicht für die Split oder gehören gar zu den Xenon. Wir sind ja gut. Warum streiten
leiten Sie die argonische Herkunft ab, wenn Sie ihnen doch so ähneln. Das müssen wir näher untersuchen. Wer sind die Xenon? Warum behaupten Sie, die Xenon nicht zu kennen, den furchtbarsten Fluch des Universums? Wer sind die Split? Wir haben diplomatische Schwierigkeiten mit dem Volk der Split. Ich verstehe nicht, ich komme von der Erde. Wir kennen diesen Ort nicht. Weitere Untersuchung ist erforderlich. Bleiben Sie, wo Sie sind, während wir Ihren Onboard-Computer nach Dateien scannen. Wir wurden gescannt von Telari Phoenix. Sie erzählen die Wahrheit. Wo ist dieser Ort Erde? Wir haben noch nie von ihm gehört. Der Planet Erde, die Wiege der Menschheit. Wir kennen keinen Ort Erde. Der Begriff Menschheit ist uns fremd. Okay. Der Planet Erde befindet sich im Sonnensystem, das ist richtig. Dieser Planet befindet sich nicht in dem uns bekannten Teil des Universums. Die Erde, Sie kennen die Erde nicht? In unseren Sternenkarten sind keine Koordinaten für einen solchen Ort verzeichnet. Wo bin ich? Sie befinden sich im X-Universum, in einem Sektor des Teladi-Unternehmens. Wie bin ich hierher gekommen? Keine Ahnung. Unser Navigator behauptet, Sie seien einfach vor uns aufgetaucht. Wie komme ich zurück? Ich schlage vor, Sie versuchen es auf demselben Weg, auf dem Sie hierher gekommen sind. Bitte helfen Sie mir. Ihr Schiff hat kein Defensivschild. Sie brauchen ein Schild oder Sie sterben in wenigen Minuten. Wir bauen ein 1-Megawatt-Schild in Ihr Schiff. Das macht dann 3000 Credits. Was? Ich schulde Ihnen Credits? Natürlich tun Sie das. Das ist unser Standardpreis für das Scannen. Was ist das Teladi-Unternehmen? Kontrolliert diesen Raumsektor. Wie viele andere Spezies leben hier? Der Kapitän des Schiffes Phoenix, der Raumflotte des Stelladi-Unternehmens, spricht. Wie ich sagte, das macht 3000 Credits. Bitte. Ich habe keine Credits. Ich habe überhaupt nichts. Stelladi berechnen alles. Andernfalls würden wir keinen Profit machen. Können Sie mich umsonst helfen? Sie verstehen nicht die Wichtigkeit von Profit. Sind Sie sicher, dass Sie nicht von Argon stammen? Wo ist Argon? Nun haben wir ein Problem. Sie schulden dem Teladi-Unternehmen eine Menge Credits. Die müssen Sie bezahlen. Können aber nicht. Was ist Profit? Profit ist Leben. Sie müssen bezahlen. Ich weiß nicht, worüber Sie reden. Das ist keine Entschuldigung, um nicht bezahlen zu müssen. Was schlagen Sie vor? Ich denke an einen Kompromiss. Wir leihen Ihnen 100 Credits. Damit können Sie handeln. Und zahlen uns später 3500 Credits zurück. Wir hätten die Credits gerne so früh wie möglich zurück. Okay. Wie soll ich die Credits zurückzahlen? Sie sind ein Händler. Und warum wollen Sie mir Credits leihen? Wir Teladi sind eine großzügige Spezies, solange wir Profit machen können. Mhm. Angenommen, ich bin einfach weg. Wenn Sie es fertig bringen zu navigieren. Unsere Kampfschiffe werden Sie abschießen. Mhm. Unsere Computerscans zeigen uns, dass Sie weder über Waffensysteme noch über Schilde oder eine Navigationsausrüstung verfügen. Wie kann ich navigieren? Wir werden Ihnen helfen. Warten Sie, während wir die Informationen auf Ihren Schiffscomputer übertragen. Kostet mich das etwas? Betrachten Sie es als einen Akt der Freundschaft der Teladi einem Fremden gegenüber. Vielen Aber Dank. Wir warnen Sie. Missbrauchen Sie niemals unsere Freundschaft. Was bleiben Sie von Computer? Informationen, die Sie zum Überleben benötigen. Okay, kann ich Ihnen vertrauen? Sie haben keine andere Wahl. Ohne Navigationsinformationen werden Sie dort draußen sterben. Erhalte neue Informationen für die Datenbank. Nun verfügen Sie über das nötige Wissen, um mit dem Handel zu beginnen. Mache ich das? Einfach. Sie kaufen und verkaufen. Wann starte ich? Jetzt. Verdienen Sie Geld und bauen Sie Waffen in Ihr Schiff. Wenn Sie an die bösen Xenon geraten, werden diese Sie vernichten, wenn Sie sich nicht verteidigen können. Mhm. Mann. Verschwinden Sie hier und reisen Sie zur nächsten Fabrik. Beginnen Sie zu handeln. Danke. Fliegen Sie zum nächsten Ausrüstungsdock und kaufen Sie Laser, sobald Sie es sich leisten können. Wer sind Wenn Sie sie sehen, sind Sie bereits tot. Was für eine Art Fabrik? Viele Fabriken produzieren verschiedene Güter. Mhm. Aber Fabriken benötigen dazu ihrerseits Güter. Betreiben Sie
vielen Dank. So, das erste, was wir jetzt machen. Naja, wir drücken jetzt mal auf Punkt. So, was kommen wir? Konnte man das nicht mehr? Alter. Was ist denn das da vorne? Erstmal orientieren und eine Station anfliegen. Denn das Problem ist, bei dem Spiel muss man für jedes Speichern bezahlen, meines Wissens nach noch. So. Und unser Schiff hat jetzt 1000 Joule oder Megajoule hier im X-Universum Schildenergie. Keine Laser, keine Raketen. Wir haben keine Erweiterung installiert, keine Laser, keine Raketen und haben keine Fracht. Das heißt, das ist jetzt nicht viel. Singularitäts-Zeitverzerrungsantrieb nicht installiert. Gut, dann warte mal, wir gucken mal kurz. Wo sind wir denn hier? Da ist Norden. Dann fliegen wir mal zur Handelsstation. Asteroid erfasst. Ah ne, wir müssen erstmal zum Ausrüstungsdock. Tenali Handelsstation erfasst. Wartet, müsste das hier oben sein. So, und wir gucken mal kurz auf der Hilfe, wie wir die Karte machen. Weil hier gibt es so eine Karte. Schiffsstatus. Müsste doch eigentlich punktbar sein, oder? Wie bei den anderen Spielen auch. Navigationskarte mit N. Okay. Taktisches Navigationssystem nicht installieren. Also unser erstes Ziel ist jetzt erstmal dort hinten zu der Handelsstation zu kommen. Dort werden wir unseren Schild wieder verkaufen, weil den brauchen wir jetzt am Anfang erstmal nicht und so kriegen wir ein bisschen mehr Geld zum Handeln. Und dann werden wir uns dort, wenn es Geld reicht, erstmal so einen Sinnsack kaufen. Mit dem können wir 10-mal schneller fliegen. Das ist immer sehr praktisch. Und dort werden wir dann auch vielleicht noch so eine taktische Karte kaufen. Dass wir einfach mal hier ein bisschen Taktikkarten haben. Bester. Und das machen wir alles in der nächsten Folge. Das heißt, euch erstmal einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, eine schöne Nacht. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play X Beyond the Frontier. Ja, die Ausrüstung. Bis dahin, tschüss.